an. Liebe Zuschauer, heute bei uns im Star Talk der Erfolgsautor des Buches Ich bin dann mal schlank, Deutschlands Ernährungsberater Nummer 1, Patrick Heitzmann. Hallo Patrick. Bäh, ich werde als Ernährungsberater vorgestellt, ist ja furchtbar, ja, doch. Ekelhaft, sehr technisch, hört sich dann an, ich bin Ernährungsentertainer. Das heißt, dieses wirklich völlig trockene und völlig überfrachte Thema auf eine ganz lustige, auf eine ganz neue Art und Weise wird es vermittelt. Denn wir lernen genau wie Kinder mit am meisten Spaß und das soll eben auch meine Bücher und auch meine Show vermitteln. Spaß an der ganzen Sache und man kann tatsächlich Spaß haben am Abnehmen. Aber man kann mit deinen Büchern abnehmen. Man kann abnehmen, man kann auch schlank bleiben und man kann sich einfach dann auf die Zukunft freuen. Denn vielleicht sogar mit 90 Jahren noch guten Sex haben, während es Gleichaltrige bestenfalls noch schaffen, die Parkdienten zu füttern. Also mir geht es auch viel mehr um Lebensqualität, das ist mir ganz besonders wichtig. Nun sind deine Bücher, die gehen ja wirklich weg wie nichts. Wie warme Semmel. Das ist, aber warme Semmel sollte man ja eigentlich wenig essen, oder? Morgens kann man ja alles essen, was man will. Aber ja, das ist so, die funktioniert ganz gut, ist richtig. Gibt es so einen Trend in Deutschland, dass man sagt, man möchte wieder schlank sein? Nach den fetten Jahren, die sind vorbei, wir wollen jetzt schlank sein. Durchaus, das zeigen ja auch die Medien. Die zeigen ständig so Idealfiguren und vor allem Frauen fühlen sich hier viel, viel mehr unter Druck im Vergleich zu Männern. Ich muss ja auch zugeben, Jörg, wir zwei Männer, wir machen uns das ja richtig einfach, oder? Das heißt, wir kommen erstens handeln, wenn wir unter diesem Schneewittchen-Komplex leiden. Kennst du den? Ja. Runtergucken und denken, dorthin am Berg, da wohnt ein Zwerg. Dann machen auch wir Männer was, ja, aber sonst sind eher die Frauen. Ja, man freut sich, wenn man mal irgendwas wieder sieht, ne? Ja, genau. Die Frau sagt dann, steht vor allem und sagt, du Schatz, ich sehe was, was du nicht siehst. Super. Aber setzt das nicht viele Menschen wirklich auch negativ unter Druck, wenn sie sagen, wir müssen abnehmen, wir müssen abnehmen? Ja. Das kann ja auch Stress bewirken. Absolut. Ich habe auch so einen Lieblingsspruch, der heißt, bitte niemals überschätzen, was man in einem Monat erreichen kann, aber bitte auch niemals unterschätzen, was man innerhalb eines Jahres erreichen kann. Und so ein Jahr ist schnell vorbei. Ich bin auch kein Mann für die schnelle Nummer. Ich habe ein Lebenskonzept und das mache ich auch mit dem sogenannten perfekten Tag. Das bedeutet, die Menschen übernehmen nur an einem einzigen Tag in der Woche die volle Verantwortung. Und dieser Tag, der wiederholt sich von Woche zu Woche. Und irgendwann merken die Menschen nach 2-3 Mal diesem perfekten Tag, irgendwie geht es mir besser an diesem Tag. Jetzt fangen die an ihren nicht perfekten Tage Dinge aus diesem perfekten Tag zu übernehmen, die ihnen besonders einfach gefallen sind. Und das meine ich eben auch mit Lebensqualität. Man fühlt sich irgendwie Stück für Stück immer besser und nicht mit Hauruck-Verfahren. Das hat noch nie funktioniert. Da gibt es immer einen Einblick. Das heißt, zum perfekten Tag dürfte ich zum Beispiel, ich sag mal, keinen Kaffee und Kuchen mehr haben, oder? Vielleicht doch, aber dann wirklich mit Genuss und das ist ganz wichtig und nicht unter Naschdemenz leiden an diesem perfekten Tag. Naschdemenz heißt ja, man bekommt Heißhunger, haut sich irgendwas in den Futterhäcksler rein, ohne es wirklich bewusst wahrzunehmen. Es gibt ein paar andere einfache Regeln, die man berücksichtigen sollte, beispielsweise mindestens 3 Mal am Tag essen, ganz wichtig, denn zu wenig Essen ist die wichtigste Grundlage, um dick und damit auch krank zu werden, weil wir damit ein Steinzeit-Überlebensprogramm aktivieren oder eben auch, dass man keine Getränke mit Zucker trinkt beispielsweise, weil Zucker unterbindet immer die Fettverbrennung und das den ganzen Tag über. Die größten Fehler werden bei den Getränken gemacht, nicht beim Essen. Das weiß man eigentlich nicht. Man nimmt Cola zu sich oder wie die ganzen Getränke, Limo und abends meinetwegen noch ein Bier und noch einen gesüßten Tee. Ja. Aber das ist an sich falsch, ne? Gerade beim Trinken. Also ich komme aus dieser Welt. Ich war früher Zentis-Nusbli-süchtig, ich war Snickers-Brötchen abhängig und ein Cola-Junkie. Ist kein Scherz. Ich habe mich grottenschlecht ernährt und obwohl ich viel Sport mache, war ich immer irgendwie so ein bisschen kuschelig. Und das hat mich furchtbar geärgert, bis ich eben dann für mich auf die Idee kam mit diesem perfekten Tag, der früher noch nicht so hieß. Das heißt da jetzt, dieser perfekte Tag. Und der ist sehr einfach in der Praxis umzusetzen, wenn man sich an diese bestimmten Regeln hält. 2 habe ich erwähnt, es gibt noch ein paar andere Regeln. Aber Wasser trinken ist doch zu fad und öde. Ja, ist es auch tatsächlich. Und das kann ich als Ex-Cola-Trinker sagen. Aber ich kann auch sagen, dass ich heute nicht mal mehr Cola in den Mund nehmen könnte, weil es mich anekelt. Das heißt, die Geschmacksnerven sind bei vielen Menschen völlig, desensibilisiert worden und die kann man sich Stück für Stück wieder freispülen. Von heute auf morgen etwas komplett umstellen wird nie funktionieren, deswegen auch dieser perfekte Tag. Also meinst du, wenn ich jetzt was Herzhaftes esse, das schmeckt vielleicht sogar noch besser, wenn ich die Cola weglasse? Ja, zum Beispiel, genau. Und der eine sagt vielleicht, ich lasse das Herzhafte weg und trinke lieber die Cola. Also irgendwo eine kleine Verbesserung und dann spüren, Mensch, die Veränderung, die hat mir gar nicht so sehr wehgetan. Nun ist es ja keine Diät, was du da vorschlägst, sondern es ist ja wirklich etwas, ich will mein Leben verändern. Ja. Das Interessante ist ja, Jörg, Diät kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich sinngemäß übersetzt Lebenseinstellung.
Das heißt, das, was ich den Menschen gebe, ist tatsächlich im herkömmlichen Sinne eine Diät. Aber das Wort Diät ist ja völlig vergewaltigt worden in Deutschland. Diät ist leiden, ist diszipliniert durchhalten, auf sein Lieblingsessen verzichten. Das kann nicht funktionieren. Und der Beweis ist ja klar, 98% schaffen es nicht, mit einer Diät langfristig abzunehmen. Also ich habe jetzt alles durch. Ich habe die Rübendiät durch, ich habe die Reisdiät durch, die Kartoffeldiät. Und dann kommt und dann kommt der Jojo-Effekt. Ja, genau, richtig. Jojo-Effekt kommt aus der Steinzeit. Das heißt, wenn wir über viele Wochen wenig Kalorien zu uns nehmen, passt sich der Körper an, der aktiviert Sparprogramme, er baut Muskeln ab, gibt weniger Körperwärme an die Umgebung ab. Diese Diät ist irgendwann vorbei, weil die hält kein vernünftig normal denkender Mensch lange, lange Zeit durch. Dann kommt auf einen Schlag wieder mehr Kalorien in den Körper, als er jetzt im Moment benötigt, und der Körper speichert es eben dann weg für Hungersnöte. Und das ist das ganz Wichtige: wenig Essen macht dick, nicht schlank. Aber ich kann auch nicht essen, was ich will, um dann abzunehmen, oder nach deiner Methode. Ich muss schon auch ein bisschen was für den Körper tun. Es gibt natürlich schon ein paar Regeln. Wichtig ist, dass man unbedingt satt ist und dass das Essen unbedingt schmecken muss. Und ich halte auch für die wichtigste Mahlzeit halte ich nicht das Frühstück. Ist wichtig, keine Frage, aber das Abendessen ist wirklich wichtig, denn abends haben wir Zeit, wir genießen, es muss gut schmecken, dann sollte es wenig Kohlenhydrate beinhalten, damit wir die ganze Nacht Fett verbrennen können und schnell vielleicht zubereitet sein, damit man es auch wirklich genießen kann. Das sind so viele wichtige Faktoren, und die alle zu vereinen, das ist nicht ganz einfach, aber dafür habe ich auch ein Kochbuch kredenzt mit einem sehr guten Fitnesskoch, dass das Essen abends schmecken kann und dass man trotzdem die ganze Nacht Fett verbrennt. Und mit vielen Rezepten, auch mit Gewürzen, wie Kreuzkümmel und sowas Exotischem. Ja, das ist irgendwie total außer Mode geraten, mir richtig mit Gewürzen zu machen. Die ältere Generation macht das noch. Meine Generation, nee, Gewürze, was? Nee, kenne ich nicht. Die rauchen sie vielleicht, aber machen sie nicht ins Essen rein. Gut, ich brauche nicht so viel Gewürze, ich esse danach eine Tafel Schokolade, also was soll's. Ole, ole. Jetzt gibt man den Einstieg, was wäre heute ein perfekter Tag? Außer, dass du jetzt in Thüringen bist. Ja, genau, das reicht auch schon. Ich bin in Erfurt, ich habe einen perfekten Tag heute, das Wetter ist schön. Latte Macchiato gehört unbedingt dazu. Und klein wenig Bewegung. Und gerade auch bei der Bewegung, die kleinen Dinge, die machen den Erfolg. Kinder laufen 10.000 Schritte am Tag, Erwachsene 2.000, Tode 0. Tendenz ist eindeutig. Wo hast du dein Auto stehen? In Hamburg. Okay, du bist jetzt in Hamburg, aber nicht bis hierher gelaufen. Ich habe den Zug genutzt. Aber ich bin beispielsweise jetzt vom Hotel hierher gelaufen. Das ist nicht weit, ist ein Kilometer. Aber ich hätte auch theoretisch das Taxi nehmen können. Ich sage, nein, das macht mir Spaß, ein bisschen die Beinchen vertreten. Und Laufen ist das Effektivste, was wir tun können. Das kommt ja aus der Steinzeit. Wir Menschen sind Läufer. Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Warum tun wir es nicht mehr? Mann, die Leute fahren sogar die Rolltreppen runter. Und dann kommt häufig, ich hab's am Knie. Ja, genau, möglichst wenig belasten, damit es lange frisch bleibt. Das machen manche Menschen leider auch so mit dem Hirn. Kann nicht funktionieren. Der Körper muss belastet werden. Würdest du sagen, abnehmen, nicht nur mit deiner Methode, aber an sich ein bisschen auf seine Gesundheit achten, macht Menschen glücklicher? Das kommt drauf an, warum man das eigentlich machen möchte. Wenn man Schmerzen am Körper hat, durch hohes Gewicht in den Knien beispielsweise, dann macht es definitiv glücklicher. Wenn man durch das Abnehmen andere Reaktionen vom Umfeld erwartet und die kommen dann nicht, im Gegenteil, der Mann sagt, Mensch, du bist ja richtig dünn geworden, ich habe gar nichts mehr zum Anpacken, oder die Freundin sagt, iss mal ein Stück Kuchen, ist aus wie ein Klappergestell, dann kriegt man nicht die Emotionen, die man sich eigentlich gewünscht hatte. Also wichtig ist zu wissen, warum man eigentlich abnehmen möchte. Und ich kenne die ganzen Sprüche von den Menschen, ich nehme für mich ab. Da frage ich immer ganz gerne, wenn man der letzte Mensch auf diesem Planeten Erde wäre, würde man eine Kohlsuppendiät machen? Nicht unbedingt. Dann würde man auch Tafel Schokoladen essen, und zwar den ganzen Tag von morgens bis abends. Das heißt, da ist ein emotionaler Grund dahinter, und den mal kennenzulernen, das halte ich für ganz wichtig. Die Menschen wollen vielleicht abnehmen, weil sie von früher sich in ihrer Figur von damals wohlgefühlt haben. Die verbinden ein bestimmtes Kleidungsstück, das eben dann passt, vielleicht mit einer Emotion von früher, mit einem damaligen Freund, mit einer Freundin oder mit einer schönen Zeit. Und das zu erkennen ist wichtig. Die wichtigste Formel oder die wichtigste Regel für mich ist, ein Mensch braucht eine Vision, warum er eigentlich was erreichen möchte. Und jeder Star, jeder Top-Schauspieler, jeder Sportler arbeitet mit Vision. Was passiert, wenn ich tatsächlich meine Wunschfigur erreicht habe? Wie wirkt die Umwelt auf mich? Wie fühle ich mich da genau? Und das muss man heute schon leben, als ob es jetzt schon wahr wäre. Und das treibt an. Also du sagst, kein Stress, macht euch keinen Stress. Nein, Stress kann niemals. Stress erzeugt Druck, erzeugt Gegendruck. Ja. Und das kann nicht funktionieren, man muss einen Sog erzeugen, und das macht dieser perfekte Tag. Denn dieser Tag wird man nach 1, 2, 3 Mal gemacht, sich so gut fühlen, dass man eben anfängt, automatisch weiterzumachen. Da muss man sich nicht zwingen, man macht es ganz automatisch. Patrick, ich danke dir, und Ihnen wünsche ich viele, viele perfekte Tage.